Hallöchen, ihr Lieben. Heute habe ich euch diese zwei coolen Motorradstanzen von Amy Design aus der Classic Men's Collection mitgebracht, die ich gerne mit dem neuen Adventure Block verbasteln möchte. Dazu benötige ich Grundkarten, einmal in 15x15 und einmal in 10,5x14,85 und etwas zusätzliches Papier zum Ausstempeln, Ausstanzen, Matten und so weiter. Bei den Stempeln habe ich zu Kartenkunst gegriffen, einmal aus der Schreibmaschine, dann von Anne Stempeldesign, ein Geburtstagsstempel aus dem Jahr 2022 und einmal dieses Travel-Stempelset von They Get Tried. Außerdem kommt einmal diese Studio-Light-Stanze zum Einsatz. Die machen so einen schönen Rahmen. Da habe ich einmal sogar ein anderes Papier benutzt, und zwar aus einem älteren Action-Block, aber auch nur deswegen, weil ich gerne einmal ein Holzdesign bei einer Karte haben wollte. Aber da wäre natürlich auch ein anderes Design möglich gewesen. So, meine ursprüngliche Aufgabe vor ein paar Wochen war, eine Karte zum 60. Geburtstag zu machen für einen Biker, der auch noch BVB-Fan ist. Und da diese Karte so gut angekommen war, wollte ich das gerne mit euch teilen. Und da jetzt nur etwas Zeit ins Land gegangen ist und mittlerweile diese schönen Blöcke raus sind, dachte ich mir, wir fangen mal hiermit kurzerhand an, weil dieses Papier eignet sich auch total gut. Bleibt bis zum Ende dran, denn da zeige ich euch alle Karten nochmal, plus meine Ruhrpott-Karten etwas im Detail und noch ein Design aus dem Adventure-Block ohne Motorrad. Und außerdem erkläre ich kurz am Ende, warum ihr so lange auf dieses Video habt warten müssen, was mir sehr leid tut. So, und nun wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich! Nachdem ich zwei passende Designs für mich gefunden habe, schneide ich einmal das große in 13x11 cm, das niedrige in 2x13 cm zu und danach natürlich noch die Mattung, die in diesem Falle in Anthrazitgrau in 14x14 cm. Und bevor ich das Designpapier auf die Mattung klebe, fixiere ich mir das vorher noch mit Tesafilm, weil natürlich die beiden Teile ergeben dann das große 13x13, was dann auf die Mattung kommt, was ich hier mit doppelseitigem Klebeband mache. Und wenn ich dann das Designpapier auf die Mattung geklebt habe, geht es auch schon ans Stanzen. Das Motorrad stanze ich hier in schwarzen Metallic Cardstock, zweimal in normalen schwarzen Cardstock aus, um beim Kleben hinterher mehr Dimension zu bekommen, und genauso verfahre ich mit dem Helm. Nur den Kranz und das Dekofähnchen stanze ich in einfacher Form aus. Ich hatte es auch schon mal versucht, in einfacher Form auszustanzen und dann mit Klebepads es aufzubringen, aber das ist echt eine zu große Fummelei, wenn man die Klebepads so zuschneidet. So geht es einfacher. Nachdem das Motorrad aufgeklebt ist, schneide ich von dem Kranz das Route 66 aus, klebe es dann auf weißen Cardstock und schneide es dann Fussycut-mäßig aus. Und so ist es dann hinterher, wenn es aufgeklebt wird, ein kleiner Hingucker auf dem Fähnchen. Thank you.
Den Stempelabdruck von Anne Stempeldesign habe ich schon vorbereitet und klebe ihn nun auf eine schwarze Mattung, die ich dann wiederum mit Schaumstoffklebepads auf die Karte bringe. Und wenn dann nun der Helm auch zusammengeklebt ist und auf der Karte ist, dann ist es Zeit, dass alles auf die Grundkarte kommt, die ich im Übrigen auch schon vorbereitet habe. So, und jetzt schaut mal, gefällt euch diese Schrift von dem Stempel von Anne Stempeldesign auch so gut? Ich liebe diese Schrift. Ja, und das war's dann auch schon. Erste Karte fertig. Bei der zweiten Karte wird es mit dem Stanzen und Aufkleben etwas kniffliger. Mit den Passepartout-Stanzen von Studio Light stanze ich aus dem grauen Cardstock absichtlich alle geplanten Rahmen auf einmal aus, da ich dann den ersten Rahmen als filigrane Mattung für das Designpapier nehme, welches ich dann 4 mm ungefähr kleiner geschnitten habe. Somit spare ich eine Lage Cardstock, damit das Ganze nicht zu schwer wird. Wisst ihr, was ich meine? Das kommt nun direkt auf die Grundkarte drauf, welche selber 10,5 x 14,8 groß ist. Ich gebe zu, das ist ein bisschen filigran, aber eigentlich lohnt sich das hinterher. Und wenn der Kleber ja noch nicht ganz feste ist, kann man es noch ein bisschen hin und her schubsen, damit es richtig passt. Ja, und dann kommt das Designpapier drauf, welches ich, wie gesagt, in Höhe und Breite ca. 4 mm kleiner geschnitten habe. Also ungefähr 14,4 x 10,1. Und darauf kommt dann der nächste Rahmen, den ich dann wieder mit Schaumstoffklebepads aufbringe. Das Motorrad stanze ich in Silber und den Helm in Bonbonrosa. Und da ich den Sitz auch gerne in Rosa möchte, lege ich eine Ecke vom Cardstock unter die Stanze, um nur etwas mehr als den Sitz auszustanzen, den ich dann anschließend passend zuschneide und aufklebe. Na, und dann kann das Ganze eigentlich schon auf das Design drauf und während das Ganze vom Kleber her anzieht, kann ich mich ja schon mal um den Gruß kümmern. Diesen schneide ich dann ganz schmal zu und klebe den dann direkt auf Design auf. Anschließend stanze ich dann aus einem älteren Action-Stanzenset ein ganz kleines schwarzes Fähnchen aus, welches ich dann auch noch gekürzt auf den Rahmen klebe. Nachdem ich mir mit einer Handstanze viele rosa und schwarze kleine Sterne gestanzt habe, verteile ich alles zusammen mit dem Helm, klebe es auf und dann ist auch schon die zweite Karte fertig.
Die letzte Karte ist wesentlich einfacher. Größe ist wieder 10,5 x 14,8 und einzigste Besonderheit ist, dass ich gerne für den gestitchten Rahmen ein Holzdesign wollte, welches ich aus einem älteren Actionblock nehme. Es wird alles direkt schon auf die Grundkarte draufgeklebt. Ich hatte ja von der ersten Karte diesen gestanzten Kranz mit den einzelnen Motorobjekten. Diese schneide ich nun einfach auseinander. Und wenn an der einen oder anderen Stelle mal eine Zacke vielleicht fehlt, dann schneide ich die so ein bisschen bei. Bevor ich dann alles zusammenbringe, stanze ich mir noch ein größeres Fähnchen aus einem älteren Action-Stanzset. Hier nehme ich zimtfarbenen Cardstock, damit es hinterher so eine Lederoptik hat. Naja, und aus dem Daycat Trade Travel Stempelset habe ich auch schon ein Etikett vorbereitet und das klebe ich dann einfach nach und nach alles zusammen. Das Etikett mit Dimensionals und das Fähnchen unterstütze ich wieder mit ein bisschen Cardstock, um die Höhen auszugleichen. Ich verteile die einzelnen Teile und klebe sie so auf, dass es mir gefällt. Füge noch ein paar braune Animal Dots auf das Etikett auf und tada, die letzte Karte ist auch schon fertig. So, und das ist jetzt also meine Ausbeute für heute. Diese Karte haben wir zusammen gemacht im Video und diese Karte, die habe ich vorher einmal durchexerziert, ne, um einfach mal zu schauen, ob alles so funktioniert, wie ich es denn gerne hätte. Von innen ist die relativ schlicht geworden, während jetzt diese hier nicht ganz so schlicht ist. Die hat dann noch so einen Einleger bekommen und ich habe die Sternchen nochmal mit aufgegriffen. Ja, und diese beiden hier, da wollte ich so gerne das Holzdeko dabei haben, aber es wäre natürlich auch mit Designpapier aus dem Block gegangen. Da hätte man zum Beispiel jetzt hier das mit diesen Streckenpins nehmen können und die Pünktchen als Rahmen oder das mit diesem Höhenprofil und dann das als Rahmen wäre auch gegangen, natürlich. Aber ich hatte mir eben jetzt einfach mal Holz in den Kopf gesetzt. Diese hier hatte ich vorher als Exempel statuiert, bevor ich das Video gemacht habe. Ich hatte ja hier die Teile einfach auseinandergeschnitten und dann aufgeklebt. Und diese jetzt hier, die haben wir zusammen gemacht. Und die sieht jetzt von innen so aus. Die hat auch einen extra Einleger bekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Style, in dem ich sonst immer so bastle. Aber mir gefällt es auch mal ganz gut. Es ist so ein Vintage-Garage-Look. Diese Karte, die haben wir zusammen gemacht. Das war die erste. Und eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, orientiert die sich doch sehr, sehr stark an meinen Ruhrpott-Karten. So nenne ich die jetzt einfach mal. Ne? Von innen sieht es so aus. Da habe ich auch noch mal ein paar Einzelteile mit aufgeklebt. Meine Ruhrpott-Karten sehen so aus. Die sind jetzt nicht nur zum Klappen, sondern die sind in so einer Z-Form, also Z-Fold oder Z-Fold. Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Ich mache es mal von oben, sodass ihr vielleicht das sehen könnt. Es ist so, als ob der Beschenkte sich das halt eben auch auf dem Schreibtisch quasi aufstellen kann. Das Designpapier ist kein wirkliches Designpapier. Das ist einfach Osterglocke, was ich bestempelt habe. Da hatte ich hier so ein Weihnachtsset von Stamping abgenommen und da hatte ich mir ein paar Bäume rausgeschnappt und habe die mit ersten, zweiten und dritten Abdruck einfach kurzhandiert aufgebracht. Ja, und dann habe ich noch ein Design für euch. Da ist nichts mit Motorrad, aber aus dem Adventure-Block. Und zwar
es ist noch nackig. Ich habe noch keinen Spruch drauf getan. Ich weiß noch nicht, zu welcher Gelegenheit ich diese Karte weitergeben werde. Wie ihr seht, sind das die Stanzen, die jetzt vor kurzem im Laden waren. Ne, das ist einmal die Kofferstanze und dieses Flugzeug. Da wäre im Übrigen auch eine Weltkugel gewesen, aber ich habe da jetzt eine andere Weltkugel genommen. Was ich total klasse finde, ist diese Seil- oder gestitchte Bordüre oder wie auch immer, weil damit kann man so schön die unterschiedlichen Designpapiere miteinander optisch verbinden. Ne? Weil so hat das Ganze jetzt irgendwie eine Einheit, obwohl ich hier Kraftpapier zerrissen hatte und das draufgebracht hatte, ein paar Sprenkel noch drauf, mit dem Stempel von Anne Stempeldesign noch ein bisschen gespielt. Und diese Weltkugel, die habe ich von Craftelier, die habe ich euch in irgendeinem meiner Hauls, vergangenen Hauls mal gezeigt, von Rosies, ne? So sieht die Verpackung aus. Die fand ich jetzt hier sehr schön dazu. So, und nun mal kurz zur Erklärung, warum denn so eine lange Pause war. Ich habe lange überlegt, ob ich das so öffentlich sagen kann oder ob ich es will. Denn ich bin ja eigentlich zu nichts verpflichtet. Aber ich finde meinen derzeit mehr als 800 Abonnenten, die mich seit meinem Anfang vor einem halben Jahr hier auf YouTube unterstützen und mir mehr als 50.000 Aufrufe beschert haben, denen gebührt alleine aus Anstand und Respekt einfach eine Erklärung. Nur ganz kurz, ich habe MS, also Multiple Sklerose, und war bis vor ein paar Wochen recht stabil, leider die letzten Wochen nicht. Und es war auch an Basteln in dieser Zeit nicht zu denken. Das tut mir jetzt sehr leid, aber das kann halt auch leider immer wieder passieren. Und bitte, das hier ist und bleibt ein reiner Bastelkanal für eure und auch zu meiner Freude. Ich möchte mit diesen Worten weder mit meiner Krankheit noch mit meiner Behinderung kokettieren. Ich sage das nur, weil ich dankbar bin. Dankbar natürlich auch, dass ihr meine Videos schaut und immer so liebe Kommentare schreibt. So, und nun wünsche ich euch eine super gute Zeit, eine kreative Zeit, viel Gesundheit und weiter ganz, ganz viel Spaß am Basteln und grüße euch total lieb von hier. Viele Grüße, tschüss, eure Elfie.